Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute backe ich ein wunderbares, so ein großes Brot, Zucchini-Brot. Und so ist er geworden. Richtig lecker, ist auch schön weich. Sehr toll. Und wenn ihr natürlich wollt wissen, wie es aussieht, wenn wir ihn aufschneiden, dann müsst ihr natürlich das Video zu Ende schauen. Für das Brot habe ich folgende Zutaten vorbereitet. 400 Gramm Zucchini, 50 Gramm Butter, 400 Gramm Dinkelmehl, 1050 Typ, dann 200 Gramm 550 Typ, Salz, Zucker oder Honig, 30 Milliliter Öl, 20 Gramm frische Hefe, kann man auch trockene Hefe nehmen. Und jetzt erstmal nur ein bisschen Wasser zum Hefe anrühren. So, als Erste werden wir Hefe anrühren. Gut umrühren, dass wir sicher sind, dass die Hefe sind aufgelöst. Und lassen wir an die Seite stehen. Und jetzt werden wir erstmal Zucchini reiben. In meinem Fall ist es eine etwas größere Zucchini und ich habe die Kerne rausgenommen. Wenn ihr nehmt eine jüngere Zucchini, könnt ihr einfach komplett sie reiben. So, gebe auf den Sieb und ganz bisschen Salz. So, Zucchini habe ich gerieben, gebe wirklich ganz bisschen Salz. Und ab und zu nochmal umrühren und lassen wir stehen erstmal unsere Zucchini ungefähr so 10-15 Minuten, dass die Zucchini abtropfen können. So, lassen wir erstmal an die Seite stehen. So, es sind jetzt 10 Minuten vergangen oder 12 ungefähr. Schaut, wie viel Saft abgetropft. Ich habe immer wieder umgerückt und ein bisschen so drauf gedrückt. Werden wir jetzt abmessen, wie viel haben wir Flüssigkeit. Insgesamt brauchen wir 300 Milliliter. Die Hefe sind auch gut aufgegangen. Ganz bisschen brauchen noch Wasser. So, jetzt habe ich 300 Milliliter Wasser plus Zucchini-Saft gebe ich jetzt in die Schüssel. Ich mache es in die Maschine, weil etwas klebriger Teig und muss mal in Lehne kneten. So, 2 Teelöffel Salz. Salz im Brot ist wichtig. Wenn es nicht gesalzte Brot, das schmeckt dann so fade. So, und jetzt können wir unsere Zucchini auch da reinmachen. Wir brauchen es nur wegen Flüssigkeit. Und wegen Mehl wird es auch etwas bei jedem unterschiedlich. Bei einem wird es mehr, bei anderen wird es weniger. Weil es kommt, wie saftig die Zucchini sind. Und jetzt können wir anfangen, es zu rühren. Und werden wir portionsweise erstmal Dinkelmehl reinmachen. So mache ich von der Wand das Mehl runter, dass es alles untergeknetet wird und gebe auch schon Öl rein. So, kurz umgerührt haben und geben wir jetzt von den 550er Mehl. Ich gebe aber nicht alles, ganz bisschen lasse ich noch. Und dann werde ich sehen, ob ich brauche alles oder vielleicht sogar noch mehr, weil die Zucchini doch lassen die viel Saft. Und wenn wir jetzt mit dem Mehl alles gut verrührt haben, werden wir auch Butter dazu geben. Ab und zu Maschine anhalten und von der Wand runterkratzen. Das alles wird in den Teig reingeknetet. Schaut, es ist sehr, sehr klebrig, der Teig. Keine Bedenken, ich muss mal komplette Mehl erstmal reinmachen. Und dann schauen wir weiter.
So, 5 Minuten knete ich schon den Teig. Der Teig ist sehr, sehr flüssig. Das heißt, wir brauchen noch Mehl. Schaut, es ist wirklich sehr flüssig. Ich habe mir schon hier 100 Gramm abgewogen, gebe nur die Hälfte und dann schauen wir mal weiter. So, das wird schon reichen. Es geht der Teig auch sehr gut von den Schüsselwand ab. Schaut, richtig schön jetzt, elastisch. Nehmen wir jetzt den Schüssel raus. Insgesamt habe ich jetzt hier 800 Gramm Mehl. Hier am Rand der Schüssel gebe ich ein bisschen Öl. Dann ist dann besser, dann den Teig rausnehmen. Schaut, jetzt ist er nicht so klebrig. Er ist sehr weich, elastisch, aber nicht klebrig. Richtig schön angenehm. Deckel zu, ungeduldig sein. Ich sage euch, wie lange es bei mir gedauert. Ja, im Sommer geht es wirklich schnell. In einer Stunde habe ich meine Schüssel voll. Jetzt werden wir unsere Brot formen. Erstmal mache ich aber den Teig runter. Das wird ein sehr schönes, flüssiges Brot. Bisschen Mehl. Mach ein bisschen Öl auf meine Hände. Jetzt könnt ihr ein bisschen noch Mehl dazu reinkneten. Schaut, wie toll sieht unser Teig. Richtig schön weich. Schaut, wie toll sieht unser Teig aus. Es richtig will wegschwimmen. Ich nehme mein Gusseisentöpfchen, gebe da Mehl und lege den Teig rein. Decke ich zu und lasse ihn so ungefähr vielleicht so 15-20 Minuten aufgehen. Und stellen wir unseren Backofen auf 220 Grad zum Vorheizen. Wenn er backt mit dem Deckel, wenn er ohne Deckel backt, dann reicht es auch nur 200. So, die 20 Minuten sind vorbei. Unser Teig ist schön aufgegangen und jetzt werden wir noch ein bisschen anschneiden. Ich mache ganz bisschen noch Mehl oben drauf. Dann meist ist immer so ein schönes Muster. Nach dem Anschneiden kann man einfach nur ein Kreuzchen in die Mitte machen. So, in meinem Fall backe ich mit dem Deckel. Mein Backofen ist vorgeheizt auf 220 Grad Ober-Unterhitze. Werde ich 15 Minuten mein Brot anbacken, danach die Hitze 20 Grad runter machen und bei 200 Grad werde ich ungefähr 35 bis 40 Minuten backen. Kurz vor Ende kann man den Deckel abmachen und mal schauen, wie das Brot aussieht und vielleicht noch kurz ohne Deckel nachbacken. So, nach einer Stunde holen wir unser Brot raus und schauen wir mal, weil es ist wirklich ein sehr großes Brot. Klopft es unbedingt? Ich glaube, er kann noch für 5 Minuten so einfach auf die Gitter nochmal nachgebacken werden. So, habe ich mein Brot nochmal 7 Minuten nachgebacken, einfach auf dem Gitter. Jetzt fühlt es sich viel anders. Klingt auch sehr, sehr gut und von aller Seite jetzt ein bisschen knuspriger. Und jetzt lassen wir unser Brot vollständig abkühlen und dann schneiden wir ein Scheibchen ab. Und am besten auf dem Gitter abkühlen lassen. So, liebe Freunde, es sind schon 2 Stunden, wie liegt mein Brot hier auf dem Gitter. Den werde ich ihn schon jetzt abschneiden und euch zu zeigen. Schaut, wie es aussieht.
richtig schön locker. Knistert sehr schön. Und habe ich ihn gewogen aus diesem Mehl, was ich alles genommen habe, habe ich jetzt 1 Kilo 330 Gramm Brot bekommen. Schneiden wir jetzt in die Mitte. Und schauen wir, wie es aussieht. Sehr toll. Sehr schön locker. Alles schön durch. Duftet. Sehr gut, sehr gut. Jetzt schneide ich noch Stückchen ab. Und dieses Brot, er bleibt lange frisch, weil wir haben auch den Saft von der Zucchini genommen und das hilft dem Brot wirklich länger frisch zu bleiben. Schaut, wie toll sieht er aus. Wirklich sehr gut. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Probiert ihr. Wird ihr nicht bereuen, sehr, sehr leckeres Brot geworden. Ich wünsche euch ein gutes Gelingen, danach ein guter Appetit. Würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!